Idee entstand wirklich aus der Schwierigkeit, aus den 2 Jahren, die wir gerade alle durchgemacht haben, weil wir wollten ein drittes Restaurant bauen im Park für unsere Übernachtungsgäste. Nur die Rohstoffpreise sind einfach explodiert, die Lieferzeiten wurden fast undenkbar lang. Und dann saßen wir da und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann kam die erste Idee, eventuell mit einem Zug, also einen gebrauchten Zug zu kaufen und den umzubauen. Das passte dann nicht, dann vom Gelände her, und dann kam die Idee mit dem Flugzeug. Und ja, tierisch emotionaler Moment, sehr, sehr stolz und sehr, sehr, sehr glücklich. Dieser Moment, als der Flieger da aus dem Nebel kam und dann die Feuerwehr, LKWs, diese Parade. Und jetzt heute hier zu sitzen und den vorhin auf der Landebahn da zu sehen. Ich hatte Gänsehaut, alle mega glücklich, mega gespannt. Und als vor 4 Wochen dieses Brief kam von der Bundeswehr, sie haben es tatsächlich ersteigert, uns gefällt euer Konzept auch. Wir wollen auch, dass der Flieger in Deutschland bleibt, weil es so ein sensationeller Flieger hat, mit so einer tollen Geschichte, hat Tausenden von Menschen das Leben gerettet, geholfen. Das ist wie so ein Flieger der Hoffnung. Und es kann unserem Team natürlich nur stolz machen, glücklich machen und ganz starke Motivation schenken. Ja, der Zustand ist fantastisch. Und ich finde, in so einem Serengeti-Park mit diesem Safari-Feeling passt das genial, dass der Flieger auch so eine Patina hat. Bei uns muss das nicht so nagelneu sein. Und es ist eine Mischung von allem. Natürlich hat man als Kind mit solchen Flieger geträumt, und jetzt einen zu besitzen, für uns und für mich, für unser Team, ist es einfach ein großer Motivationsschub. Ja, jetzt fängt natürlich die Mammutaufgabe an. Und zwar, die Maschine muss in Teile zerschnitten werden und mit 3 enorme, riesige Tieflader bis in den Park gebracht. Und also als allererstes, was wir anfangen werden, ist die Entsorgung. Die Maschine ist noch voller Flüssigkeiten und all solche Sachen. Die müssen erst entsorgt werden. Und dann wird die in 3 Teile geschnitten. Und es sind einfach diese Tieflader für diese Windkrafträder, diese enormen Tieflader. Die gehen dann mit 5 km/h durch die Straßen und mit Spezialtransportbegleitung natürlich. Und das wird also nicht vor Ende Oktober sein, dass die Maschine bei uns im Park steht. Die Sitzbänke sind hier also auf Schienen gebaut. Die kann man ganz einfach hochnehmen, also abmachen, hochnehmen und drehen. Wir werden eine Sitzreihe verschwinden lassen und dazwischen Tische einbauen, hochwertige Tische, natürlich ein Ambiente aufbauen, eine Belüftung und Musik. Und dann wird über ein Lift das Essen in die Maschine gebracht von unten. Die Küche wird unten gebaut, und so ist so ungefähr die Vision.